Ein herzliches Grüß Gott aus dem Krone.at Sportstudio. Ich versuche heute den Doppelpass zwischen Fußball und Hochkultur, und zwar gemeinsam mit einem Mann, über dessen Besuch ich mich wirklich sehr freue. Er war 17 Jahre lang Vorstand der Wiener Philharmoniker und Primgeiger, und so ganz nebenbei ist er glühender Rapid-Fan und auch Mitglied des Kuratoriums. Die Rede ist natürlich, Sie können es ja eh schon ablesen, von Professor Clemens Helsberg. Herzlich willkommen. Danke für den Besuch. Danke. Grüß Gott. Der Anlass ist ja ein sehr akuter, da wir uns heute treffen. Es ist nämlich vor kurzem der neue Rapid-Trainer präsentiert worden. Didi Kübauer heißt er. Herr Professor, mit dem Namen können Sie was anfangen, und von dem erwarten Sie sich als Rapid-Fan was? Es ist natürlich, ja, fast kann man sagen, ein symbolträchtiger Tag, dass wir da gerade heute dieses Gespräch führen. Natürlich, Didi Kübauer ist fast eine Art Personifizierung von Rapid. Ich habe ihn oft erlebt als Spieler, und zwar nicht nur jetzt beim Match, sondern gelegentlich auch im Training, wenn man so ein bisschen zuschaut, ein paar Minuten. Aber selbst wenn es nur wenige Minuten sind, es ist damals schon aufgefallen, dass er eine Führungsrolle innehat. Nämlich auch jetzt nicht nur am Spielfeld während des Spiels, sondern eben auch im Training, was die Motivation anbelangt. Und ich glaube, von der Warte her ist er eine glänzende Wahl. Apropos Führungsrolle, Sie selbst befleißigen sich ja auch gerne Analogien zwischen Musik und Fußball oder Sport im Allgemeinen. Und da wird der Trainer ganz gerne mit dem Dirigenten verglichen. Das ist der, der den Takt vorgibt, das ist der, der die Einsätze sozusagen bestimmt. Den Job, den Sie innehatten, nämlich Spieler sozusagen und Manager, also Vorstand, der ist wahrscheinlich ein bisschen schwierig zu finden so im Fußball. Sind Sie da eher der Sportdirektor oder der Kapitän gewesen, oder mit wem würden Sie sich da am ehesten vergleichen in Ihrer Rolle als Vorstand? Ja, wäre eine Doppelrolle. Also Playing Manager nicht, vielleicht. Playing Manager, ja, nicht Playing Captain oder Playing Trainer, also ein Spielertrainer, sondern ja, spielender Manager, nur so könnte man es. Nur so könnte man es beschreiben. Was ist das Spannende sozusagen an der Doppelrolle? Nämlich einerseits Teil des Orchesters zu sein und zweitens doch irgendwie den harten oder zumindest entscheidungsfreudigen Manager zu mimen. Es ist das, was meiner Ansicht nach viel weiter verbreitet sein sollte, zum Beispiel in der Politik oder im Bankenwesen. Mhm. Wenn man ständig auch spielt, dann weiß man immer, wo die eigentlichen Wurzeln sind und wo man hingehört. Mhm. Also abgehoben kann man nicht sein, weil man weiß, man ist dann wieder am Podium. Und jedes Konzert beginnt, so wie jedes Match, beginnt bei Null. Mhm. Und da nützen alle Verdienste der Vergangenheit nichts, es zählt nur das Jetzt, das Hier und Jetzt. Mhm. Und wenn man in einer Führungsrolle ist und noch dazu, sagen wir, bei einem prominenten Verein, weil abgesehen davon, dass die Wiener Philharmoniker juristisch gesehen tatsächlich ein Verein sind, ja. Ist das natürlich dort, wo wir uns befinden, das ist die Champions League. Und es ist klar, man kommt dann in einer Führungsposition, ich bin überall hineingekommen, in die Führungsetagen und auch in der Politik, egal auf wen man trifft, man wird sozusagen immer verhätschelt, entsprechend mit entsprechenden Ehren empfangen und behandelt. Und da wäre schon eine gewisse Gefahr, da irgendwie abgehoben zu werden. Ja? Aber aufgrund erstens einmal des wirklich basisdemokratischen Systems, das wir haben, alle drei Jahre muss man sich zu einer Wahl stellen. Erstens einmal, und zweitens aufgrund, und das finde ich ist die größte Stärke, dass wir selber spielen. Dadurch schult man auch permanent die Empathie. Man hat auch das Gefühl, was geht innerhalb der Mannschaft jetzt in dem Fall, also innerhalb des Orchesters, was geht da vor. Und man kann, ich war selbst, wenn ich im Haus war, nur einen Stock tiefer in unserer Kanzlei und oben die Probe, habe ich mich nicht so wohl gefühlt, wenn ich mal ein Konzert frei war. Selbst wenn ich, wie gesagt, ein paar Meter nur weg war, habe ich mich nicht so wohl gefühlt, wie wenn ich dort gesessen bin. Ja. Mhm. Weil es gibt natürlich Entwicklungen, die deuten sich an,
die spürt man aber nur atmosphärisch. Die äußern sich nicht jetzt in irgendeiner spektakulären Sache. Sondern da muss man dort sitzen und die ganze Zeit alle Sensoren in alle Richtungen offen haben. Eine andere Parallele von Sport und Musik ist ja noch nah das Faktum, dass man auch als Musiker permanent trainieren oder üben oder proben muss. Ja. Vielfach ist es ja auch eine simple Muskelgeschichte, ob man die Finger wirklich so bewegt an der Geige, wie man es dann letztlich gerne hätte. Ja. Dazu kommt natürlich ein gehöriges Maß an Ausdauer, das man an den Tag legen muss, weil so ich weiß nicht, mehrstündige Oper ist wahrscheinlich auch nicht ganz einfach zu spielen, allein von der Konzentration her. Das heißt, ist Orchestermusik vielleicht tatsächlich eine Art Sport auch? Inwieweit geht das auch in die körperliche Substanz? Ja, es ist zum Teil eine rein physische Sache, klarerweise. Also zum Beispiel, wenn ich in der Früh anfange, ich habe etwa ein 70-Minuten-Programm, Technik, rechte Hand, linke Hand. Und da geht es. Das Sie noch immer durchführen? Noch immer, ja. Da geht es um rein muskuläre Sachen. Also auch eine gewisse Automatisierung mancher Bewegungsabläufe, aber rein muskulär. Also das ist absolut dasselbe wie im Sport. Ähnlich wie wenn der Ronaldo nach dem Training noch 15 Freistöße schießt, wahrscheinlich. Also das schaut da immer alles sehr leicht aus, und das heißt, das ist ein Naturtalent. Ist er natürlich nicht. Ebenso wie Roger Federer kein Naturtalent ist, sondern das sind halt wirklich beinharte Trainierer, was man halt so im Hintergrund oder in der Öffentlichkeit gar nicht so sieht. Apropos Öffentlichkeit. Sie führen Ihren Job aus in der Öffentlichkeit, der Fußballer tut es. Ja. Der Sportler. Beide stehen in der Öffentlichkeit, beide führen ihren Job auf der Bühne aus. Das Fußballpublikum gilt manchmal als sehr speziell. Nicht umsonst heißt es, in Österreich gibt es 8 Millionen Teamchefs. Das Rapid-Publikum ist noch einmal ein sehr spezielles und ein sehr kritisches mitunter. Wie ist das beim Neujahrskonzert in der Oper? Weißt du, das Opernpublikum auch alles besser? Ja, Neujahrskonzert, das ist ein Sonderfall. Aber was zum Beispiel das Opernpublikum, weil wir ja auch als Opernorchester spielen, oder in erster Linie als Opernorchester, es gibt natürlich auch vielleicht nicht 8 Millionen, aber ein paar hunderttausend Operndirektoren in Österreich gibt es schon. Und wobei ich sagen muss, dieses Interesse, das hier an der Kultur und an der Musik im Speziellen besteht, das ist weltweit einzigartig. Also ich bin wirklich genug herumgekommen, um das in anderen Städten, wo auch große Konzertsäle, große Orchester sind, große Opernhäuser, diese Verankerung der Musik, also das gibt's nirgendwo anders als in Wien. Aber dieses Phänomen eben einer Nation von Teamchefs oder einer halben Nation von Operndirektoren, das kenne ich auf allen Ebenen. Es ist nicht so. Man stellt sich immer das vor und da heißt es dann, man müsste und man sollte und da hätte man. Wenn man dann selber auf einmal dieser Mann ist, ja. Wenn man nämlich selber dann in der Führungsrolle ist, da schaut auf einmal vieles anders aus. Auch ein Journalistenphänomen. Wir wissen ja aus der Distanz manchmal auch sehr viel besser. Sehr viel. Wir sind ja auch sehr gescheit. Wie ist es denn um die Kulturjournalistenszene in Österreich bestellt? Also ich kenne viele Damen und Herren, weiß, wie sie sich mit der Sache befassen. Und ich habe so den Eindruck, es ist ganz allgemein, leider Gottes, muss ich schon sagen, dass die Bedeutung, die der Kultur zugemessen wird, ja, und der unser Land zu einem ganz großen Teil die Stellung in der Welt verdankt, die es hat, dieser Bedeutung wird von der Politik nicht im ausreichenden Maß Rechnung getragen. Und ich sehe aber auch, dadurch bei den Kulturjournalisten, ich sehe schon ein großes Bemühen auch, dieser Bedeutung gerecht zu werden, diese Rolle unseres kleinen Landes. Mhm. Aber auf diesem Gebiet sind wir eine Großmacht. Ja? Spielen auch eine Führungsrolle. Man darf nicht vergessen, so etwas wie die Salzburger Festspiele, das hat Signalwirkung auf die ganze Welt. Und da sehe ich schon doch ziemlich deutliches Bewusstsein. Jetzt ist es ja im Fußball relativ einfach, Erfolg zu messen. Ob das immer gerecht ist oder nicht, steht auf einem anderen Blatt Papier. Aber üblicherweise ist man dann erfolgreich, wenn man viel Match gewinnt oder ein Trainer zumindest viele Punkte erzielt. Ab wann ist man eigentlich als Vorstand der Wiener Philharmoniker erfolgreich? Oder noch einmal anders gefragt, als Orchestermitglied. Wann gehen Sie von der Bühne runter und sagen,
das war ein erfolgreicher Abend, die drei Punkte habe ich mir geholt sozusagen. Und wann sagen Sie, Publikumsreaktion jetzt vielleicht nicht so, wie ich es mir erwartet habe, wie sehr lassen Sie das überhaupt dran an sich? Gut, man muss unterscheiden, da jetzt, was empfinde ich jetzt als einzelner Musiker, was empfinde ich als Teil des Kollektivs. Ich habe immer den Kollegen gesagt, es ist egal, was jetzt in Berichten oder Kritiken oder sonst irgendwas steht, es sind nur ein paar, wir müssen wissen, waren wir zufrieden, waren wir ausverkauft und sind wir wieder eingeladen. Knallharte Marktwirtschaft. Das sind die Kriterien. Das heißt, nämlich ja, und war das Publikum zufrieden, das ist ja klar. Nicht? Und das spürt man ja. Und das Wichtigste, meiner Ansicht nach immer, das Wichtigste ist es, das macht das Live-Erleben ja aus, dieses gemeinsame Aufgehen im Musikerleben. Und da kann ich nur etwas sagen, die allermeisten Menschen, die Konzert, auch welche, die regelmäßige Opern- oder Konzertbesucher sind, haben keine Ahnung, wie stark diese Interaktivität ist und wie sehr auch das Publikum dazu beiträgt zum Erfolg eines Konzerts. Ich meine, das klingt jetzt so ein bisschen theoretisch, aber Sie müssen sich vorstellen, wenn man am Podium sitzt, ja, und man schaut ja nicht bewusst, aber man kriegt gewisse Sachen auf einmal irgendwo mit. Und wenn da im Saal, es wird schon eingestimmt und noch immer sind im Saal 300 Leute sitzen da so vor ihrem Handy. Man kriegt das irgendwo mit. Ja? Und das ist nicht unbedingt das, was jetzt animiert. Ist vielleicht ähnlich, wie wenn die Fußballmannschaft ausgepfiffen wird, oder? Kann man ja, das wahrscheinlich vergleichen? Oder wir waren alle da irgendwas, weiß ich, was essen oder umeinander kramen und so, keiner schaut aufs Spielfeld und die unterhalten sich alle für sich selber. Niemand applaudiert, also jetzt übertrieben ausgedrückt, weil es spielt sich ja in anderen Fondzahlen ab, sagen wir so, das Verhalten. Aber das, ja, dass man mitkriegt, es geht gar nicht jetzt um das, vielen geht es gar nicht um das Spiel, beziehungsweise um das Konzert oder um die Oper, sondern die sind an ganz anderen Dingen interessiert. Deswegen, ich meine, nicht das, Gott sei Dank, also ich habe das, es liegt natürlich auch an einem selber dann, dass man das Publikum entsprechend animiert und auch fasziniert. Und am Wesentlichen, und da muss ich sagen, da glaube ich als totaler Laie, ja, aber würde ich sehen, wäre ein Hauptpunkt des Trainerberufs oder der Funktion des Trainers. Über jetzt alle taktischen und jetzt rein fußballerischen und sportlichen Sachen hinaus, aber den Spielern klar zu machen, dass sie ja das Glück haben, etwas, was man normalerweise als Hobby betreibt, so wie als Musiker, als Instrumentalist, ja, was Millionen auf der Welt als Hobby betreiben, dass man das als Beruf ausüben darf. Und auch das Dramatische, die Schönheit, die Eleganz, die es durchaus haben kann, des Spiels, ja, das zu leben und das zu verwirklichen am Spielfeld. Das ist genauso wie wir, wissen Sie, ich habe das x-mal erlebt und habe es auch ganz bewusst gemacht. Wir haben, dadurch, dass wir in zwei Orchestern spielen, Staatsoper Philharmoniker, haben wir natürlich wirklich viel zu tun. So ähnlich wie Club und Nationalteam vielleicht. Zum Beispiel. Und dann noch Champions League. Champions League dazu. Und dann internationale Cup. Und wir haben, es gibt viele Tage, wo Vormittag ist Probe in der Oper, Nachmittag, sagen wir, 3 Stunden Probe in der Oper, Nachmittag 2,5 Stunden philharmonische Probe für ein Konzert und am Abend Opernvorstellung. Und wenn man jetzt alle drei hat, kann es sein, dass man dann an so einem Tag 8 bis 9 Stunden spielt. Und es darf dann trotzdem nicht sein, dass man am Abend dann sagt, jetzt spiele ich schon wieder Figaro, sondern... Ich muss schon wissen, was es bedeutet. Ich kann jetzt eines der größten Meisterwerke spielen und es ist egal, ob ich jetzt müde bin oder nicht müde bin. Also das heißt, das Wort Doppelbelastung, das ja im Fußball sehr oft strapaziert wird, gerade in Österreich, sobald man es in den Europacup geschafft hat, ist ein Fremdwort für Sie. Darf nicht vorkommen. Es muss von der Begeisterung für die Sache überspielt werden. Und ich glaube, da ist viel Potenzial und da ist viel Möglichkeit auch für einen Trainer, sehr viel zu erreichen.
Wie fühlt sich's denn an, im Allianzstadion Geige zu spielen? Sie haben das ja getan bei der Eröffnung. Wie schwierig war es, das Fußballpublikum zu erreichen? Naja, es war interessant für mich insofern, weil ich habe vorher dem Andi Marek habe ich gesagt, weil wir haben da ein Stück von Schostakowitsch, ein kleines Stück gespielt und dann die Rapid-Hymne natürlich. Und ich habe dem Andi gesagt, und sing mit, das sollen alle mitsingen. Nicht? Und es war so, also ich muss sagen, es war der allergrößte Teil, ist mitgegangen. Mit dem Ganzen, das hat man gemerkt, die Aufmerksamkeit. Das Witzige war nur, der Andi selber war quasi, der war natürlich von dem ganzen Ablauf klar, der ist wahnsinnig unter Druck. Unter Strom gestanden. Natürlich, ja. Aber er war dann auch so irgendwie erstarrt, dass er nicht gesungen hat. Jetzt hat niemand gesungen, aber es haben alle zugehört. Aber auch schon ein Teilerfolg. Irgendwo gesehen war es ein Kompliment. Ich glaube, der Ospankurti oder Willi Resetaritz war ja an dem Tag auch auf der Bühne. Sängerknaben, die ja, alles mögliche. Ja. Wie ist es um Ihre Offenheit gegenüber anderen Strömungen bestellt, sozusagen? Nämlich anderen Musikrichtungen? Ja, ich hab immer sehr, bis heute sehr geliebt, Elvis. Tatsächlich? Ja, das ist von der Kultur des Singens ist das also schon sehr, sehr gut. Bert Kempfert. Habe immer diese feine Instrumentation sehr gut gefallen. Also Sie sind nicht sozusagen festgefahren auf der Klassik. Es darf ab und zu schon was Populäres sein. Nein, es ist einfach so, der Unterschied muss sein zwischen guter und schlechter Musik. Mhm. Und gut und schlecht präsentiert. Mhm. Nicht? Und wenn man das Glück hat, nicht, wenn man beispielsweise, den gestrigen Abend haben meine Frau und ich verbracht, gemeinsam mit Rudi Buchbinder und seiner Frau. Wunderbar. Wenn man mit solchen Künstlerpersönlichkeiten oder befreundet zu sein mit Placido Domingo, ständig diese Persönlichkeiten zu hören bzw. Zu erleben, wenn man das dauernd sich auch dessen bewusst ist, ja, wie privilegiert man dadurch ist, mit solchen Persönlichkeiten in Kontakt zu sein und zu erleben, wie die nach einer jahrzehntelangen Karriere noch immer wie die brennen für die Musik. Ja. Und was man permanent auch von denen lernen kann und mitnimmt. Und dann hat man natürlich Vergleichsmöglichkeiten. Und da muss ich sagen, natürlich in der Popszene gibt es allzu viele, die da wirklich, wirklich, also nicht annähernd herankommen. Von der Qualität her. Woher rührt denn Ihre Liebe zu Rapid eigentlich? Also ich würde sagen, das ist Berufung. Eingebung sozusagen. Ja, das hat sich in der Schule, ich weiß noch genau, wir waren einmal von der halben Klasse oder die ganze Klasse einmal beim Spiel Austria Rapid. Naja, dann hat sich das halt so, das war so zu big, ganz in den frühen 60er Jahren. Und das hat sich dann dort so irgendwie auf einmal ergeben. Und irgendwie hat mir das besser gefallen. Mhm. Wer waren Ihre Kindheitsidole? Zu wem haben Sie aufgeschaut, jetzt aus der Rapid-Mannschaft damals? Naja, es war interessanterweise, es waren mehr die damaligen, also damals hat mich mehr fasziniert noch das Nationalteam. Mhm. Das hat mich noch mehr interessiert. Und so zum Beispiel der Horst Nemetz, dann sehr gemocht, habe nicht weit von hier gespielt, ja, der Koller, Sturmberger, Glechner. Mhm. Das waren so Hasil und dann so die Torleute, Sahnwald zum Beispiel. Zehmann habe ich noch ein- oder zweimal spielen gesehen. Das waren so mehr das Nationalteam. Mhm. Sind Sie ein fleißiger Stadiongeher oder wie oft trifft man Sie an im Rapid-Stadion? Es war natürlich während meiner aktiven Zeit als Musiker, nicht? Also nicht nur jetzt als Vorstand, sondern während der ganzen 40 Jahre, wo ich im Orchester war. Ich habe mir nie ein Abo genommen, weil es keinen Sinn hat, weil wir sehr viele Samstagnachmittag-Konzerte haben oder dann wieder auf Reisen sind. Mhm. Dann habe ich mir gedacht, wie ich in Pension gegangen bin, das Erste, was ich mache, ist ein Abo. Dann habe ich mir einen Jahresplan angeschaut. Also es ist noch immer so, dass es noch immer nicht auszahlt. Aber es ist ein relativ Nahziel. Alles klar. Wann wird denn Rapid wieder einmal Meister? Naja,
Wann ist heuer die Meisterschaft zu Ende? Sie eine Prognose, im Juni wahrscheinlich. Wann ist sie zu Ende? Ja. Ja, die Hoffnung stirbt zuletzt, nicht? Und solange die theoretische Aussicht noch besteht. Aber es ist natürlich die Gesamtsituation im Fußball in Österreich, die ist meiner Ansicht nach, hat ein bisschen eine Schieflage. Inwiefern? Es ist toll, was in der Salzburg Akademie geleistet wird. Ich habe es jetzt auch, muss ich sagen, damals, wie das Team des Jahres, ist das Frauennationalteam geworden. Ich habe das bei aller Bewunderung und allem Respekt für die Leistungen, die dort gezeigt wurden, aber ich hätte in dem Jahr einfach zwei Titel vergeben, weil Salzburg die Champions League gewonnen hat. Es ist das erste Mal, dass ein österreichisches Team wirklich was gewonnen hat. Youth League. Also ich meine, aber wenn man sich anschaut, was sie da für das Teams... Das dürfen Sie als Rapid-Fan eh sagen, weil Salzburg ist ja normalerweise ein sehr heikles Thema in Hütteldorf. Ja, aber es geht hier um die Jugend. Ja. Es geht um die Jugend. Und so gesehen ist das, was in Salzburg geleistet wird, großartig. Meiner Ansicht nach würde etwas hergehören im Fußball, der Fußball der österreichische bräuchte. Eine Persönlichkeit, ich finde, der großartigste Funktionär, den Österreich nach dem Krieg gehabt hat, jemals in einer Sportart, ist der Peter Schrecksnadel. Mhm. Wenn man sich das, ich weiß, er polarisiert und so, und das ist egal, es gibt keine Persönlichkeit, die nicht polarisiert, das ist das Wesen einer Persönlichkeit auch. Ne? Aber weil die eben auch ungewöhnliche Wege geht. Und wenn man schaut, was der für den Skisport erreicht hat und das auch dank ihm, man braucht sich nur die Bilanz anschauen, Österreich ist das führende Land in der gesamten Geschichte des alpinen Skisports, was Titel bei Olympiaden und Weltmeisterschaften anbelangt. Und er hat das einzementiert sozusagen. Und was er da organisatorisch und mit den Vereinen geschafft hat und der Ausbildungsstandard. Und ja, meiner Ansicht nach, aber das, ich weiß... Die Frage, ob man die Erfolgsrezepte aus dem Wintersport 1:1 auf Sommersport übertragen kann. Ansätze hätte es ja mit Richtung Olympia schon gegeben mit Schröcksnadel. Ja, es ist selbstverständlich, die Rolle der Vereine ist eine ganz andere im Fußball als im Skisport, das ist mir klar. Aber zum Beispiel, so wie es in Holland eine Zeit lang mit riesigem Erfolg praktiziert wurde, dieses Ausbildungsschema quer über das Land und quer über die Leistungsstufen hinweg. Also, dass man gewisse Standards setzt. Da glaube ich, da wäre einiges zu erreichen. Gut, man darf nicht vergessen, wir sind natürlich ein relativ kleines Land. Allerdings, Kroatien hat auch gerade gezeigt, was ein kleines Land. Wir können auch ein bisschen kicken, offenbar. Nur bei uns natürlich wird viel an sportlichem Potenzial, ist klarerweise, wird absorbiert durch die Wintersportarten. Das muss man natürlich fairerweise auch sagen. Viele interessante Inputs natürlich. Wir werden es jetzt nicht lösen können auf diesem Tisch, aber vielleicht fühlt sich ja der eine oder andere Zuseher bemüßigt, die Inputs irgendwie aufzusaugen und in die Sportnation einzubringen. Ich freue mich sehr, dass Sie vorbeigeschaut haben. War wie nicht anders zu erwarten. Danke. Sehr interessant, Ihnen zu lauschen. Bei Ihnen bedanke ich mich fürs Zuschauen und darf Ihnen noch einen Lektürentipp mitgeben. Die aktuelle Story mit Professor Helsberg gibt es jetzt im Bundesliga-Journal zu erwerben und zu lesen. Viel Spaß damit und einen schönen Tag noch. Bis bald.